Ja, ihr Lieben, das ist euer Voting-Gewinner. Ihr wolltet Overclocked sehen. Overclocked, das heißt ja so viel wie übertaktet. Nicht übertakelt. Und jo, diesem Wunsch füge ich mich. Der Typ hier, der hier sich so wundertoll im Spiegel begutachtet, ist David Namara, glaube ich. Namaran oder so ähnlich, ich weiß nicht. Aber wir werden das alles eh noch näher erfahren. Ich soll guck mal. Ah, wieder die berühmte Leertaste. Da können wir uns umgucken. Das ist schön. Gehen wir mal schlafen. Ja, du magst nicht schlafen. Ah, Interaktionsfenster. Überlegen. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Haben wir ja im Intro gesehen, die Träumerei. Denke ich doch mal, dass das geträumt war. Ich weiß es nicht. Großartig. Ich habe den Mantel vergessen. Ein paar Sachen kann ich später noch auspacken. Oh, zum Stichwort Mantel vergessen kenne ich auch so einen Kandidaten. Zu schade, dass er das Video nie sehen wird. ja, Anrufbahn. Oh, da schauen wir uns erstmal um. Stephen King! Tut ein Stephen King hier. Das kann ich nicht lesen. Ein Pendel des Todes. Nimm. Sagt er da auch was dazu? Mein Pendel. Echt Silber. Ich hab's zur Hochzeit geschenkt bekommen von Terry. Vorher hatte ich immer dieses Ding, das ich mir schon im Studium gekauft hatte. Für $10. Made in Hongkong. Du pendelst? Ah, so ein... Ja? Aufzeichnung. Sonntag, 11. November 2007, 8 Uhr. Ich beginne heute früh meine Untersuchungen in Staten Island. Ziel der Untersuchungen ist Erinnerungsrekonstruktion. Keine Ahnung, was mich erwartet. Das Leben eines Psychologen ist auch sehr hart. Seltsamer Bilderrahmen. Hä, was war denn das jetzt? Ach, da konnte man rausgehen. Okay, ich muss mich erst noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Stift magst du nicht mitnehmen. Dein Ladekabel auch nicht, obwohl die Dinger verflucht schnell leer gehen. Ja, dann... Nachrichten abhören. Sie haben 2 Nachrichten. Nachricht 1. Hallo Dave, hier ist Detective Moretti vom NYPD. Ich hoffe, Sie sind gut angekommen und das Hotel ist in Ordnung. Wir hatten heute Morgen um 5 einen weiteren Fall. Gleich bei Ihnen um die Ecke übrigens. Fahren Sie raus nach Staten Island. Wir treffen uns dort. Gut. Da fällt mir gerade ein, bei den Einstellungen, kann ich da nicht auch noch Untertitel? Ja, oder? Cool, gut. Weil dann könnt ihr da auch mitlesen. Ja, ist mir gerade so gekommen. Ich habe gemeint, da könnte man noch was einstellen. 2 Nachrichten waren es. Sie haben 2 Nachrichten. Nachricht 2. Aufgelegt. Oh, wer war das? Das frage ich mich auch jedes Mal, wenn bei uns jemand auflegt. Ja, hier gibt's nichts mehr. Gehen wir da weiter. Zeitung. Zeitung ist immer gut. Militärputsch in Afrika. 300.000 weitere Soldaten für Nahen Osten. Selbstmordattentat in Israel. Amoklauf in Shopping Mall. Dieselben Nachrichten seit 20 Jahren. Ich kann's nicht mehr hören. Du kannst nicht mehr hören? Du bist Psychologe. Hallo? Oh, geil. Geld. Das Wechselgeld von der Taxifahrt letzte Nacht. Wenigstens die paar Dollar Bargeld hat mir der Mistkerl übrig gelassen. Ich muss bald mal Geld abholen. Welcher Mistkerl? Redest du von dir selber in der dritten Person? Koffer? Interessiert ihn nicht. Fernseher interessiert ihn auch nicht. Interessiert ihn hier irgendwas? Zettel, hier liegt ja einiges auf dem Boden rum. Nein, das interessiert ihn alles nicht. Dann halt nicht. Oh. Ich wollte auch nochmal das PDA näher angucken. Hier ist irgendwie alles irgendwie nix. Nichts. Es
lässt sich nicht öffnen. Wahrscheinlich, weil die verdammte Klimaanlage sonst nicht geht. Du kommst aus dem Gefängnis nicht frei. Draußen regnet's. Oder schneit's? Kaum jemand unterwegs. Die Leute verkriechen sich in ihren Wohnungen. Hier gibt's nichts Interessantes mehr. Dann gucken wir mal. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Cell 72i. Mit diesem modernen Handheld-Gerät können Sie E-Mails empfangen, Sprachaufzeichnungen machen und natürlich telefonieren. Benutzen Sie die Icons auf der grafischen Oberfläche, um die Funktionen aufzurufen und zu verwenden. Am wichtigsten ist für mich die Sprachaufnahmefunktion. Ich zeichne damit Sitzungen auf oder spiele sie ab. In Gruppensitzungen kann es manchmal auch helfen, anderen Patienten Aufnahmen vorzuspielen. Früher habe ich immer ein altes Diktaphon verwendet. Ist mir einfach zu unpraktisch geworden. Aha. Gut, dann wollen wir mal die Icons menüten. Was ist das? Huch, wer wird's angerufen? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Oh. Hallo. Hallo? Hi, ich bin's. Na, alles klar bei dir? Was willst du, David? Nichts, ich wollte mich nur kurz melden, Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin. Okay, sonst noch was? Hör mal, Kim, können wir nicht? Ich muss gleich los. Also bis dann. Warte, Kim? Na, großartig. Das war bestimmt seine Frau. Oder Ex-Frau? Es klang irgendwie ein bisschen eher nach Ex-Frau. Ach, nochmal gucken, ich habe Spaß dran, irgendwelche Leute anzurufen. Okay, Kim Namara. Okay, das war sei Alde. Und wer ist das? Rufen wir an. Ha, wenn wir schon dabei sind, den nehmen wir alle mit. Hey, wir starten ein neues Let's Play und du bist live auf Sendung. Liebe Ingrim. Lieber. Ingrim? Hi, Terry. Oh, hi. Hi, Dave. Passt es gerade nicht so gut? Nein. Hast du Termine? Ja. Ziemlich turbulent gerade. Pass auf, wir sprechen heute Abend, okay? Kein Problem, bis später. Da hat keiner Zeit für uns. Naja. Hier können wir jedenfalls nichts mehr machen, glaube ich, hoffe ich, denke ich mal so. Ja. Ist ähnlich wie bei Moment of Silence hier. Geh mal raus. Kameraperspektiven wechseln. Guten Morgen, Sir. Morgen. Guten Tag. Ist meine Rauchen? Wieder hochgehen? Nö, komm, wir labern mit dem Typen da. Hat er irgendwas einzacken? Nein! Mr. McNamara, richtig? Ja. Willkommen im Skyline Hotel, Mr. McNamara. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht? Schätze schon. Etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit, Sir? Alles in Ordnung mit Ihnen? Wie bitte? Oh ja, doch, alles bestens. Die Nacht war etwas kurz, wissen Sie. Ich verstehe. Wissen Sie bereits, wie lange Sie bleiben werden, Sir? Wie lange? Nein, noch nicht. Wer weiß, vielleicht fahre ich gar nicht mehr zurück. Sir? Vergessen Sie's. Buchen Sie mich erstmal für eine Woche ein. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich genaueres weiß. Selbstverständlich. Wenn Sie irgendetwas brauchen, melden Sie sich jederzeit bei mir. Angenehmen Aufenthalt in New York, Sir. Oh, ja. Wir können ihn noch fragen. Ich schätze mal, das ist der Fragebalken. Jo, leg mal los. Ich bräuchte noch ein paar Auskünfte. Geld, Kneipe. Ganz sagen richtig. Sie, wo kann man hier in der Gegend ein Glas trinken gehen? Jetzt, Sir? Nein, ganz so schlimm ist es noch nicht. Eher heute Abend. Unsere Bar hat bis 23 Uhr geöffnet. Es sind auch einige Lokale in der Nachbarschaft. Das Nighthawk ist gleich nebenan. Empfehlenswert?
Wenn Sie mich fragen, Sir, eingeschränkt empfehlenswert. Es hat einen etwas zweifelhaften Ruf. Verstehe. Ich komme schon klar. Mhm. Wo ist hier in der Gegend der nächste Cashpoint? Sie können bei uns mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, Sir. Sicher, nur für den Fall. Ich habe mein letztes Bargeld gestern Nacht dem Taxifahrer in den Rachen werfen müssen. Für die Stadtrundfahrt. Sagen Sie, sieht man mir das eigentlich an, dass ich mich hier nicht auskenne? Die Cabbies hier in New York haben leider wenig Skrupel. Sie sind eingeschlafen im Taxi? Genau. Tut mir wirklich leid, Sir. Gleich hier in der Straße ist ein Automat des United Bank Trust. Er funktioniert auch gelegentlich, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Na, bestens. Aber nur gelegentlich, ja. Jo, ganz wichtig, die Kneipe, das haben wir ja jetzt erfahren. Das wird wohl ganz wichtig sein für den guten Psychologen. Ja, die haben ja irgendwie, sagt man ihnen nach, alle auch selbst was an der Waffe. Oder im Glas. Ich muss rüber nach Staten Island. Wie komme ich da am besten hin? Sie nehmen die Staten Island Ferry. Den Anleger finden Sie an der Südspitze Manhattans. Okay, also wirklich die Fähre, ja? Das wird wohl kein Spaß bei dem Wetter. Kannst du auch schwimmen? Es könnte etwas schaukeln, Sir. Aber sicher ist das Ding. Nun, natürlich hatten wir bisher noch nie ein solches Unwetter. Aber wenn das Risiko zu groß wäre, würde die Fähre nicht fahren. Genau. Aha. Na, dann will ich mal das Beste hoffen. Ich glaube, er klingt nicht so überzeugt. Aus dem Ist ist doch nicht so schön. Wieso Gewitter ist? Okay, jetzt höre ich es ein bisschen. Gewitter. Furchtbares Wetter da draußen. Wie lange geht das schon so? Über eine Woche, Sir. Die Stadtverwaltung musste die Brooklyn Bridge sperren lassen wegen Sturmschäden. Es traut sich kaum noch jemand auf die Straße. Und ich lasse meinen Mantel zu Hause liegen. Mhm. Im Moment regnet es nicht ganz so stark, Sir. Wenn Sie dicht an den Häusern entlang gehen. Dauert es ein paar Minuten länger, bis ich durchgeweicht bin. Vermutlich. Vielleicht lassen Sie sich ein paar Sachen nachschicken von Mrs. McNamara? Ja, vielleicht. Aber nur vielleicht, nicht wahr? Da ist er auch ein bisschen. Haussegen hängt schief. Vielleicht ist er mit Kate Walker fremdgegangen, weiß man's. Hätten Sie vielleicht einen Stadtplan für mich? Natürlich, Sir. Bitte sehr. Besten Dank. Schreiben Sie es aufs Zimmer. Gern. Da zahlt man Geld für so einen publiken Stadtplan? Okay, besten Dank erstmal, Mr. Flynn, Sir. Mr. Flynn. Bis später. Oh. Okay. Stadtplan. Ein Stadtplan. Ich kenne mich nicht so gut aus. Gut, ihn dabei zu haben. Das haben wir mitgekriegt, Junge. Jetzt kommen wir die Treppe hoch. Ich denke, ich nehme lieber den Fahrstuhl. Warum? Hey, Bewegung tut dir gut, Alter. Ah, okay. Gibt's hier sonst Zeitungen. Komm, da haben wir ja schon Erfahrung. Steht immer... Jetzt nicht. Was? Warum? Ich will aber jetzt. Vielleicht schaue ich später mal rein. Später? Vielleicht schaue ich später mal rein. Ach, okay. Der tut hier auch irgendwie nicht so richtig, was ich will. Männer verdammt, halt. Verdammt, es schüttet. Ja, da gehst du jetzt raus, mein Freund. Also dann. So ist es. Na, das kann ja heiter werden. Gewalt auch 2007. Weiter auf dem Vormarsch. Die Welle von Gewalttaten auf New Yorks Straßen ebbt nicht ab. Wie das New Yorker Police Department gestern mitteilte, liegt die Zahl schwerer Gewalttaten für das Jahr 2007 bereits jetzt höher als im Vorjahr. Experten rechnen damit, dass der Trend ungebrochen anhält und die Quoten im Vergleich zum Jahr 2006 um 30% ansteigen wird. Viele Täter sind Jugendliche und junge Erwachsene. Als Gründe für die erschreckenden Zahlen werden von liberalen Kritikern
vor allem die leichte Verfügbarkeit von Waffen, aber auch Perspektivlosigkeit, Armut sowie mangelnde elterliche und staatliche Fürsorge angeführt. Konservative Politiker sehen die Ursachen dagegen in unzureichender öffentlicher Überwachung, zu geringen Strafen, dem Zerfall des christlichen Moral- und Familienbildes sowie in der Gewaltverherrlichung in Medien und Videospielen. Jo, die CDU mit einem Wort. Ihr braucht den ganzen Text hier nicht. Ihr schreibt da einfach CDU. Und hier die Liberale mischen auch mit. FDP. Jo, gut. Genug politisiert. $1 für diese Information. Ein Glück, dass sie uns ins Gesicht geweht ist. Ja, hier regnet's. Und ich glaube, wir lassen ihm noch ein bisschen im Regen stehen. Das wird ihn doch freuen, unseren David. Er ist ja so ein wetterfühliger Kerl. So haben wir ihn jedenfalls kennengelernt. Also, bis dann, David. Wir verabschieden uns von dir. Ne, David und ich verabschieden uns von euch. Und ja, wenn ihr weiterhin Lust habt auf dieses Spiel, dann schaltet einfach wieder ein. Das ist euer Voting gewesen. Und ja, euer Voting-Gewinner. Bis dann, macht's gut und ciao!